Servus Leute, willkommen zurück zu World of Warcraft Instanzen, diesmal in der Brauerei Sturmbräu. Und da hat uns schon wieder eine verlassen. Jo. Ich war hier schon mal drin, damals war die Aufnahme irgendwie buggy und jetzt mache ich es halt nochmal. Aber es ist kein Problem. Ja, stimmt. Schreiben wir mal Hi, ist ja nicht so wild. Jetzt müssen wir allerdings noch auf einen Heiler warten. Da kommt auch schon ein Priester. Super, dann kann sie auch gleich losgehen. So. Die nehmen vielleicht noch die Quests an, wenn sie sie noch machen müssen. Oh, die sind auch 86. Oh, der muss jetzt noch mal reloggen? Na toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Leute. Das werde ich aber jetzt mal rausschneiden. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder. Der Typ ist wieder da. So, dann fangen wir auch mal an. Ich denke mal, der ist bereit. So, nochmal das hier. Nicht, dass hier jemand wieder aggro zieht, so wie das letzte Mal. Ich hoffe, man kann mich auch gut verstehen, weil das auch ziemlich laut hier ist. Zumindest bei mir ist es hier ziemlich laut, aber ich denke mal schon, dass man mich versteht. So, gleich kaputt geknüppelt. Och. Naja. Gut, dann gehen wir gleich mal zu den nächsten Affen. Boah, die kicken hier ein wenig rum. Aber ich muss schon sagen, in den neuen Instanzen, da ist nicht viel Trash drin. Also das sind auch sehr kleine Trash-Packs nur. So drei Gegner immer da. Also wenn ich da an Kataklysm denke, da war das doch relativ viel. Oh, kickt mich hier nicht dauernd rum. Und der eine, der hängt da so in der Luft, ey. Scheiß Penner. Die kicken andauernd. Das nervt. Habe jetzt auch mal das Akkumeter wird etwas höher getan, weil das immer von den Zeichen da bedickt wurde. Der eine, der chillt da so ein bisschen in der Luft rum. Naja. Konnte man das hier eigentlich irgendwie... Ben. Nein! Da hat's mich erwischt. Aber, naja. Okay, sollte ich lieber doch einen Fernkämpfer machen, auf die Dinger schießen. So, jetzt sieht man hier auch wieder, das sind eigentlich nur zwei Elite-Mobs, die fast tot sind. Bin schon, glaube ich, schon ganz auf dem Dampfer heute. Naja. Aber ihr wollt ja auch mit Instanzen versorgt werden und nicht hier 10 Jahre auf die Instanz warten, bevor ihr das ja dann selbst gesehen habt. So, sind die da? Fehlt da nicht noch einer? Nö. So. Dann sammeln wir den Haufen mal hier ein. So, die da hier. Jeder hier. Die sammelt man einfach alle ein. Setzt da was hin und dann bam. Dann kann man sich hier schön anfahren. Mit den... Oh, jetzt. Oh, das sieht immer so, so viel aus, ne? Ist auch viel. Eieieiei. Ein Aoi-Schaden der Hülle hier. Eieieiei. Normalerweise muss jetzt übel lecken bei mir. Okay, jetzt jagt der Typ da oben die ganzen Leute raus. Die gehen jetzt raus. Jetzt kommt da runter der Boss. Ja, das ist der erste Boss. So schnell geht das. Und der macht jetzt hier Rambazamba. Da muss man aufpassen, weil der hat eine Fähigkeit drauf.
wo er so... Ja, jetzt macht er es hier Bodenhämmern. Da hämmert er nach vorne. Muss ich da mal kurz durchlatschen. Dass mich das nicht erwischt. Zumindest denke ich mir, dass es mich nicht erwischen sollte, weil... Okay, ich wollte es nicht drauf anlegen. So, da laufen wir jetzt auch immer schön durch. Ich meine, das ist auch die einzige wirklich gefährliche Fähigkeit von denen. Zumindest im Normal-Mode. Ich glaube, der macht noch eine andere Sache. Da sucht er sich irgendeinen zufälligen Spieler raus und rennt da zu dem hin. Da weiß ich aber nur nichts darüber, weil ich noch nie ausgewählt wurde. Oh, Vorsicht. Oh, jetzt bin ich mal reingelatscht. Nein, siehste? Nie gemacht. Aber, tja. So ist es halt, wenn man... Wenn man es euch zeigen will, dann zack. Was macht der denn da? Der hat mich doch gerade... Hallo, Kumpel. Hat irgendwie keine Lust mehr, mich zu schlagen. So. Sonst müsste sich ja... Das macht er ganz schön oft, ey. Ah, scheiße, jetzt stand ich drin, glaube ich. Ja, ich bin nicht ganz durchgelatscht wahrscheinlich. Weil ich schon wieder total am Labern bin mit euch. Ja, das mache ich nur für euch. Alter, dreh dich nicht um, bevor du es nicht gemacht hast. Oh, jetzt macht der Uk-Uk flippt aus. Da kommen noch mehr Fässer. So. Da kommen nur mehr Fässer. Naja, okay. Da können die Leute halt drauf und machen dann mit den Fässern noch wegen Schaden an dem Typen. Nur zack, durch. Auf Heroisch stelle ich mir das ziemlich schwer vor mit dem. Wenn man da stehen bleibt, weiß man wohl gleich. Hops. Schon wieder Leder. Das gab es das letzte Mal auch. So, dann läuft mich hier durch. Die Affen rennen da rein und machen einen auf. Wow, cool. Oh, ich krieg sogar. Ich krieg den Splitter. Oh, jetzt hat einer die Gruppe verlassen. Ja, der hat wohl nicht das Item bekommen, das er da wollte und ist einfach mal aus der Gruppe raus. Das finde ich zwar... Ja, das finde ich ziemlich assi. Aber, naja, wer es braucht. So. Jetzt muss er noch umskillen, der Heiler. Oh, Aras, der ist sogar von meinem Server. Go. Kommt mal mit. So, da gehen wir mal hoch. Zack. So. Ah, jetzt muss ich die ganzen Typen mal hier. Jetzt könnte ich hier mal kurz ihr Bum-Bum machen. Also ihr AOE-Scheiß. So, ich laufe mal weiter. Ja, da kann mal seine Heilung da auf mich spammen. Hier, zack. Mal kurz ein bisschen... Noch ein bisschen AOE gemacht, dass die mir auch ja, alle folgen. Mal kurz hier wegen Heilung machen, weil die doch ziemlich einknüppeln hier. Oh, sind meine Leutchen da. Aber ich warte doch mal bis hin, weil der Heiler hier nicht hinterherkommt anscheinend. Komischerweise benutzt keiner diese... Oder sind die gar nicht frei? Diese Hämmer, die die Mäuschen da auf dem Rücken tragen, die kann man... Kann man, glaube ich, auch mal benutzen als... Hm, geht irgendwie nicht. Naja. Na komm, da mal mit. Die schleppe ich jetzt einfach mit raus. Oh, ich muss näher ran. Ja, ich bin noch dran, Mensch. Gut, ich fand aber die Aufnahme gestern eigentlich witziger. Da war es komischer. Aber es kommt immer auf die Gruppe an. Oh. Die werden hier ganz schön weggezackt. Jetzt geht's hier richtig ab mit den ihren Hammerdingern da. Ja, ich muss jetzt weiter ran. Ah, jetzt kommt der schon der nächste Boss. Ja, das ist der Boss, die Goldzahnmaus. Die hat auch ein paar lustige Fähigkeiten. Die werdet ihr gleich sehen. Der Magier hat auch eine lustige Fähigkeit. So, jetzt macht er Wirbelwind. Da muss man erstmal weg. Das ist wie Wirbelwind beim Krieger. Oh, geh weg. Ich meine, okay, wenn es mich erwischt, dann ist es nicht so tragisch. Aber wenn der Magier dann da ist...
So, jetzt brüllt er nämlich noch nach seinen Leuten. Die kommen jetzt rausgehüpft und jetzt macht er Karottenatem. Da speit er so rum und dreht sich einmal um seine eigene Achse. Und deshalb muss ich jetzt hier auch mal weg. Na, das wäre nicht so schlau, dazu stehen zu bleiben. Da ist schon das letzte Mal auch der Heiler verreckt, aber wir haben es dann doch noch geschafft. Das Wirbelwind wird wegrennen. Ich meine, okay, das wird, wenn man Deadly Boss Mods hat, wird es auch angezeigt, aber das könnte ich ja auch ohne schaffen. Ich meine, das sieht man ja, wenn man das macht. Das kanalisiert er ja, der benimmt sich auch ziemlich komisch dann. So, jetzt schreit er wieder nach seinen Leuten. Jetzt setzt man da mal eben die Weihe hin. Jetzt macht er den Grottenwind. Jetzt steht er natürlich ziemlich gut. Jetzt tut er die Hälfte ungefähr irgendwo hinpulvern, wo überhaupt keiner rumsteht. Jetzt muss man sich allerdings hier mal wegbewegen. So. Und schon hat man das erledigt. So, wenn man hier wegen näher rangeht vielleicht mal mit dem Ding. Zwirbelwind, wieder weg. Okay, jetzt hat er nur noch... Ja, der hört noch mal auf, kleines Mädchen, lauf. Na toll. So, ich hoffe, man hört mich auch gescheit, weil ich habe immer Angst, weil das so laut ist, dass man mich dann nicht hört. So, jetzt schreit er wieder nach seinen Kollegen da. Mache ich mal wieder das hier. Jetzt macht er wieder seinen Karottenatem. Das macht jetzt die ganze Zeit so. Oh, jetzt wieder mal die andere Richtung. Oh, es ist fies. Oh, es ist fies. Oh, es ist fies. Oh, bam. Und da geht er kaputt. Tja, und da kommt schon wieder die Schilder. Die gab es das letzte Mal auch schon. Und das vorletzte Mal auch. Oh, ja. Und ich bin ja schon Level 86 geworden. Was ist eigentlich das hier, ey? Ach, das kann ich machen. Toll. Ja, der andere Karte die Karotte weg. So, und jetzt kommen wir schon wieder zu anderen Gegnern. Ja, das geht hier zack, zack, zack. Jedes Mal andere Gegner, ey. Vorhin hatten wir noch diese hässlichen Affen. Dann hatten wir die Karnickel da. Und jetzt haben wir diese Elementargeister da. Die sehen ungefähr so aus wie diese, Wassergötter und so, die wir beim Festen schon gesehen haben. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie der Boss auch aussieht. Der sieht dann ungefähr auch so aus. Oh, da sind auch so zwei. Na, komm doch mal her. Dich habe ich noch nicht geschlagen, ne? So, zack, die Weihe mal schön hingelegt. Ah, nicht ganz schön hingelegt. Hätte ich ein wenig weiter reinlegen müssen. Aber ist ja egal. So, guck, der geht, was ist das? Krieger, der geht genau auf das Ziel, wo ich drauf gehe. Wir sind jetzt verblasen da. Das finde ich immer cool, wenn die Leute auf das Ziel gehen, auf das ich gehe. Und sie nicht überlegen, oh, scheiß du drauf, ich gehe auf das Ziel. Jetzt ist der Heiler offline, das ist natürlich nicht so gut, ne? Wieso ist der Heiler offline?